Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Und im heutigen Video geht es um die 8 krassesten Fehler beim Thema Split Squats. Und ich weiß, meistens sind so diese Videos, ja, die 7 heftigsten Fehler und so, schon klar. Das sind ja so ein, zwei Fehler, nicht ganz so relevant, aber bei Split Squats kann man wirklich extrem viel, in Anführungszeichen, falsch machen oder an dem, was man eigentlich trainieren möchte, vorbei trainieren. Und deswegen ist das Video heute wirklich extrem wichtig. Deswegen wirklich zuhören, liegt mir sehr am Herzen, werdet ihr eventuell auch merken. Wir starten direkt mit Fehler 1, der mich meistens, also der meistens die Grundlage schon für alles ist. Und zwar nicht zu wissen, warum man eigentlich Split Squats macht. Es gibt verschiedene Gründe, warum man Split Squats machen kann. Deswegen gibt es auch viele verschiedene Erklärungen und Ausführungsarten, worauf man achtet, dies, das, jenes. Das heißt, ihr müsst wissen, wenn euer Trainer oder ihr euch Split Squats in den Plan reingeschrieben habt, warum ihr sie drin habt. Sei es einfach nur Beinvolumen, weil ihr keinen Bock habt auf Frontkniebeugen, keinen Bock habt auf Beinpresse, keinen Bock habt auf irgendwie andere Beinübungen. Es geht einfach nur ein bisschen Beinvolumen, so alles so ein bisschen okay. Anderes Thema, ihr wollt den Arsch mit drin haben. Macht wenig Sinn, aber könnte sein. Ihr wollt den Quad in Anführungszeichen primär isoliert haben, also viel Belastung auf dem Quad haben. Ihr wollt diese Stabilitätsgeschichte, die ja bei mir meistens der Grund für einen Split Squat ist, warum ich den mit reinschreibe, drin haben. Und das könnt ihr alles mit dem Split Squat trainieren. Ich zeige es euch mal eben kurz so ein bisschen in eure Richtung. Das heißt, ich kann allein dadurch, wie ich mich hinstelle, schon entscheiden oder wie ich runtergehe, was ich mehr belaste. Ja? Das heißt, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ich mache es am besten mal so in eure Richtung, dass wenn ich jetzt runtergehe und mich primär auf die Hüfte konzentriere, das heißt mit viel Gewicht zum Beispiel hier hinten reingehe, ja, und dann aus der Hüfte auch rausarbeite, ja, da habe ich natürlich primär dann auch wirklich die Hüftstreckmuskulatur mit drin, Hintern, Beinbeuger, weniger Quad, weil ich hier aus der Hüftstreckung raus arbeite, natürlich mich dafür so ein bisschen auf dem hinteren Bein abstützen muss. Ich gehe auch nicht ganz so tief, habe die Belastung primär auf der Hüftstreckmuskulatur. Wenn jetzt euer Trainer euch das reingemacht hat für Stabilität und für den Quad und ihr macht sowas, ja, guess what, wird nicht viel bringen. Anderes Thema, ihr sagt, okay, ich will den Quad mit drin haben. Gut, wie belastet ihr dann? Ihr geht aufrecht darunter und schiebt das Knie weiter nach vorne und achtet dann aber auch darauf, dass ihr aus dem Bein, aus dem Knie auch wieder hocharbeitet über das Bein. Dass ihr nicht, wenn ihr runtergeht, dann plötzlich sowas daraus macht und die Belastung umleitet, dann trainiert ihr wieder am Ziel dran vorbei. Oder anderes Ding, für diese Stabilitätsgeschichte, die ich immer sage, so Glutmed, Adduktor, Hüfte soll gerade gehalten werden, neutral, nicht rausrotieren. Dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr möglichst wenig Belastung auf dem hinteren Bein habt, weil hiermit stabilisiert ihr sonst mit. Das heißt, das Ganze soll so ein bisschen Richtung Pistol Squat, einbeiniger Squat gehen. Dann müsst ihr die Belastung hier auch wegnehmen, auf den Vorderfuß legen und hier runtergehen, als wäre der hintere gar nicht drauf. Der darf natürlich, wo ist es denn? Der darf natürlich hier leicht berühren, wenn ihr runtergeht, ja? Aber primär solltet ihr in der Lage sein, den immer noch abzuheben und hier drüber zu arbeiten und zu stabilisieren. Im Prinzip wie bei einem Pistol Squat, als würdet ihr runtergehen auf einem Bein, Kontrolle, 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 kontrollieren und wieder hoch. Ja, als gäbe es die Bank gar nicht. Und davon hängt ab, wie ihr den Split Squat machen sollt. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, ja, steht Split Squat, wie soll ich den machen, fragt bei eurem Coach nach. Und wenn euer Coach nicht sagen kann, warum, dann habt ihr den falschen Coach. Oder sonst irgendwie. Also macht euch einen Begriff, warum das Ding drin ist und führt es dementsprechend halt auch aus. So, kommen wir zum ersten richtigen Fehler und zwar Fehler Nummer 2. Und das ist wie immer die Range of Motion oder die Tiefe. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, warum ihr das drin habt, macht es bitte über den kompletten Bewegungsablauf. Guckt nicht bei den anderen, okay, der nimmt 100 Kilo, dann muss ich mindestens 60 Kilo nehmen. Gleich schon mal vorneweg, die meisten von euch könnten Split Squats ohne Gewicht machen. Ja, euer Körpergewicht reicht. Aber was ich meine ist, wenn ihr den Stand habt, wisst, okay, ich will jetzt den Quad belasten, dann tut es bitte auch. Geht runter, nicht bis hierhin, nicht bis hierhin, außer ihr habt jetzt Probleme beweglichkeitstechnisch oder so. Aber im Normalfall solltet ihr immer so tief gehen, dass das Knie auf den Boden kommt, dass ihr die volle Range, die ihr eben, also die volle Range of Motion, die ihr nehmen könnt, auch wirklich nehmt. Das heißt, ob ihr das hinten in die Hüfte reinleitet, was man normalerweise nicht macht, Knie berührt den Boden. Ob ihr es vorne aufs Knie reinleitet, Knie berührt den Boden. Ob ihr es für Stabilität macht, Knie berührt den Boden. Das heißt, geht immer so tief wie möglich, macht keine Hofknickse, nehmt nicht zu viel Gewicht, achtet einfach darauf, macht es sauber. Sind wir auch schon direkt bei Punkt Nummer 3 oder Fehler Nummer 3. Haltet die Split Squats konstant, konsistent. Sagt man konsistent? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach weiter. Was meine ich damit? Die Parameter, die ihr habt, versucht sie zu kontrollieren. Das heißt, steht nicht einen Tag da so und am nächsten Tag steht ihr da
so und am nächsten Tag steht ihr da so, sondern guckt, okay, ich stelle mich an die Bank, ein Schritt, zwei Schritte, zack, wirklich über den Fuß und ich stehe hier. Dann guckt ihr, Hüfte ist nicht rausrotiert, Hüfte ist vorne, Becken ist nicht abgekippt, Becken ist mittig, Rumpf ist angespannt, ich gucke nach da und ich gehe konstant, konsistent hier runter mit der Technik, die ich haben will, bam, arbeite raus. Und ich, wie beim Beugen auch, wie beim Bankdrücken auch, die Technik sollte immer gleich sein. Gleicher Abstand, gleiche Verteilung auf dem Fuß, gleicher Winkel im Knie, gleiche Aufrichtung, Rumpf immer angespannt, dass ihr wirklich so Cues euch reinarbeitet und die Bewegung wirklich sehr kontrolliert und gleichmäßig macht. Da sind wir schon auf bei Fehler Nummer 4 und das ist kontrolliert und gleichmäßig ausführen. Exzentrik mitnehmen, ich habe das eben beim Pistol Squat gezeigt, je nachdem aus welchem Grund ihr das macht, ist beim Split Squat extrem wichtig, dass ihr ein Muskelgefühl entwickelt, weil ihr eben so viel abfälschen könnt, weil ihr das hintere Bein mitbenutzen könnt. Leute gucken mich an, wenn ich denen sage, sie kommen an und fragen, ja, wie viel nimmst du denn bei Split Squat? Ich habe jetzt 80 neulich genommen, bin jetzt bald bei 90 so. Ich nehme Körpergewicht, ich nehme kein Zusatzgewicht. Was machst denn du da? Wenn ihr Split Squat, also wenn ihr jetzt Ziel habt, Split Squat, so Stabilität, einbeiniger Squat, ja, ihr beugt vielleicht 160, 170 und nehmt bei Split Squats 80 Kilo Zusatzgewicht, wiegt aber 80 Kilo. Sind das 160, 320 Kilo insgesamt, einbeinig, ja, also beziehungsweise auf beide verteilt. Wenn ihr beugt 160, 170 und ihr wiegt 80, sind es 240 Kilo. Wo kommen die restlichen 60, 70 Kilo her? Wo? Aus dem hinteren Bein. Mein Kameramann guckt gerade ein bisschen verwirrt, deswegen führe ich es nochmal aus. Wenn ihr einbeinig, ihr wiegt 80 Kilo, habt 80 Kilo hier. Das heißt, wir haben 160 Kilo auf einem Bein. Dann müsstet ihr ja in der Lage sein, von Stabilität reden wir ja erstmal gar nicht. Hallo, guten Tag. Ja. Müsstet ihr ja in der Lage sein, 320 Kilo, wir haben 160 auf einem Bein, wenn ja hinten nichts drauf ist, 320 Kilo komplett zu beugen. Ihr wiegt 80 Kilo, also, was liegt oben drauf? 240. Ihr beugt im Training aber nur 160, 170, ja, vielleicht noch nicht mal mehr auf die 10 Wiederholungen, die ihr bei den Split Squats macht. Wo kommt da das restliche Gewicht her? Aus dem hinteren Bein. So, warum macht ihr es dann nicht einfach mit weniger Gewicht und weniger Gewicht auf dem hinteren Bein? Warum müsst ihr mehr Gewicht nehmen als Person XYZ? Ich mache 70 Kilo Split Squats. Ich mache 80 Kilo Split Squats. Ist mir egal, ihr macht alle keine Split Squats, je nachdem, was eure Zielsetzung ist. Aber was ich damit meine ist, guckt erstmal, dass der Split Squat in der richtigen Muskulatur ankommt, kontrolliert. Das heißt, wenn das Ziel ist, wirklich eine stabile Kontrolle in die Hüfte reinzubekommen, trainiert es bitte auch so und trainiert es nicht auf Progression für Oberschenkelpump oder sowas. Das heißt, wenn ihr runtergeht, kontrolliert, fühlt euch rein. Gewicht ist auf den drei Punkten, primär auf dem Vorderbein. Ich bin hier, mein Körpergewicht ist primär auf dem vorderen Bein. Ich gehe hier runter, zack, zack, zack. Und ich drücke mich auch über dieses Bein, ohne viel auf dem hinteren zu haben, raus. Im Prinzip auch hier wieder wie beim Thema Pistol Squat. Das heißt, wie machen wir es? Wir gehen so runter. Ich gehe runter. Ob das Bein jetzt hinten ist oder vorne, ist egal. Ich gehe runter, ich bin in der Lage, das zu kontrollieren. Ich kann das hier kontrollieren, ich kann das hier kontrollieren, ich kann das hier kontrollieren. Es stabilisiert und ich kann es hier kontrollieren. Und ich kann rausarbeiten. Und ihr wisst selber, meine Knie waren neulich noch ziemlich im Arsch. Ja? Mit sowas, wenn man sich wirklich darauf konzentriert und dann auch die Muskulatur das machen lässt, wofür sie gedacht ist, kann man solche Geschichten in den Griff bekommen. Aber nicht, wenn man 60, 70, 80, 90, 100 Kilo bei den Split Squats dann so irgendwie rausschieft aus allem, was man hat, dann kann man auch einfach irgendwie an einer Maschine Beinvolumen ballern. Ja, also Punkt Nummer 4 war, was war der Punkt überhaupt? Exzentrik und Kontrolle. Bekommt ein Muskelgefühl rein, seid euch bewusst, warum ihr den Split Squat macht und führt ihn dann auch so aus. Es kann gut sein, dass es bei euch mit Progression Sinn macht, wenn es einfach nur für ein bisschen Beinvolumen ist, aber wenn ihr ein spezielles Ziel dabei verfolgt, achtet bitte auch darauf, dass ihr nicht dran vorbeitrainiert. So, die wichtigsten Fehler haben wir jetzt auch schon abgehakt. Jetzt kommen aber noch mal 4 kleinere, die ein bisschen spezifischer sind, wo ihr einfach selber gucken könnt, okay, die mache ich nicht, ich lasse es besser weg. Und das ist Fehler Nummer 5, das nach vorne kippen. Das ist somit eins der häufigsten Themen, wo man einfach schon sehen kann, okay, derjenige macht es nicht richtig. Ihr seid im Split Squat, aber ich mache es am besten wieder so, dass ihr das auch an der Seite seht. Geht runter, achtet darauf, ne, kontrolliert runter zu gehen, aber in der Konzentrik macht ihr das. Habt ihr es gesehen?
Was ich mache, ich verändere quasi wie bei einem Good Morning den Winkel auf die Hüfte und arbeite dann über die Hüfte raus. Wieder dieser Klassiker fürs Gewicht draufpacken, ne? Immer weiter Progression. Der Körper sucht sich eine Methode, wie er es hochhieven kann. Achtet darauf, dass ihr nicht nach vorne kippt, sondern wenn ihr runtergeht, dass ihr auch wirklich hier den Winkel gleich lasst und über die Muskulatur, die ihr auch beladen wollt, arbeitet. Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 6 hatten wir gerade auch schon mehrmals besprochen, bei den Split Squats irgendwie auf Gewichtsprogression zu gehen. Das erste beim Split Squat sollte eine Gefühlsprogression sein, dass es auch wirklich in der Muskulatur ankommt, die ihr haben wollt. Ja, also wirklich, wie ich das eben erklärt habe, eine Kontrolle reinbekommen, langsame Exzentrik, wirklich erstmal über die Reps arbeiten, über die Kadenz arbeiten. Das heißt, was ich nicht haben möchte, ist, wenn ihr da steht und die Split Squats irgendwie wie ein Squat so explosiv macht oder im besten Fall noch so, wie das einige machen, da kommt ja nichts an Gefühl an. Wirklich langsame Exzentrik, kontrolliert, gucken, was die Hüfte macht, alles. Es gibt so viele Hebel und Winkel, die ihr hier neutral halten müsst. Wirklich darauf konzentrieren, bam, und daraus wieder rauszudrücken. Das heißt, Fehler Nummer 6, bitte nicht auf Gewichtsprogression gehen, sondern erstmal Technikprogression, Gefühlsprogression, Kadenzprogression. Und dann irgendwann könnt ihr Gewicht mit dazu nehmen, wenn ihr in der Lage seid, im Prinzip quasi schon einen einbeinigen Squat zu machen. Mehr oder weniger, je nachdem, was eure Zielsetzung ist. Fehler Nummer 7 fällt damit rein. Das ist, achtet auf eure Fußverteilung, also auf die Gewichtsverteilung auf dem Fuß. Achtet darauf, dass eure Hüfte neutral ist. Was bedeutet das, wenn ihr den Squat macht und wirklich diese ganze Hüftthematik in den Griff bekommen wollt? Fußverteilung, 3 Punkte, Tripod, Primärbelastung auf dem Fußballen gefühlt, ja, dass ihr wirklich hier stabil stehen könnt. Das ist ja auch bei einigen das Problem. Die haben Zusatzgewicht drauf und stehen gefühlt so. Sieht man immer, wie der Fuß immer wieder so krallt, das Knie wird nach außen geführt und das linke Bein stabilisiert. Das sieht der Split Squat irgendwie so aus, immer raus. Das kann nicht funktionieren, wenn das Bein hier hinten nicht steht. Dann kann ich nicht so beugen, außer dass mir alles wegreißt. Das Knie muss hier geführt werden. Adduktor muss feuern, Glutmed muss feuern, dass das Becken neutral bleibt. Und in der Position wollt ihr auch runtergehen und hochgehen. Dass ihr guckt, Bauchnabel zeigt nach vorne, Hüfte zeigt nach vorne, Hüfte ist nicht abgeknickt, Knie über Fußspitzen. Es gibt so viele Punkte, auf die ihr achten müsst und solltet. Achtet bitte darauf, Fußverteilung, Knie neutral, Hüfte neutral und dann wirklich kontrolliert das Ganze ausführen. Und Fehler Nummer 8. Okay. Fehler Nummer 8, auch nochmal abschließend. Ihr habt euch am Anfang eine Zielsetzung rausgesucht. Ich will den Quad spüren, ich will Stabilität spüren, etc. pp. Wenn ihr die Split Squats macht und durch seid, an die Reps, quasi eure Reps voll gemacht habt, eure Sätze voll gemacht habt, ans Versagen trainiert habt, kontrolliert auch, ob ihr die Zielmuskulatur trefft. Das heißt, im Optimalfall, wenn ihr diese Stabilitätsgeschichte haben wollt, solltet ihr irgendwas im Gluteus Medius spüren, also hier hinten in dem Arschmuskel, der hier seitlich verläuft, im besten Fall nicht vorne im IT-Band oder im TFL Richtung IT-Band, sondern wirklich hier hinten auf der Rückseite. Dann solltet ihr spüren, wirklich hier vorne, wenn ihr es nicht gewohnt seid, VMO, Adduktorpartie, wenn ihr wirklich diese Stabilitätsgeschichte macht, wenn ihr sagt, ich will es in der Hüftstreckmuskulatur spüren und ich mache es dafür, guckt, dass ihr es auch wirklich hier hinten spürt. Was ich sagen möchte, ist einfach, stellt sicher, dass ihr auch wirklich die Muskulatur trefft, die ihr treffen wollt, weil bei der Übung kann man so viel verschieden und falsch und was weiß ich nicht, was alles machen, weil das eine Bein mithilft. Ihr könnt, wisst ihr, was ich meine, mit der nach Vorlage und so, es gibt so viele Parameter, die ihr in der Hand habt, bei der Übung, sie ist wirklich sehr fortgeschritten, aber wenn ihr sie richtig und neutral macht, echt ein richtig geiles Wundermittel. Deswegen achtet darauf, dass ihr auch wirklich das trefft, was ihr trainieren wollt und dann seid ihr good to go. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu krass. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Ich weiß, es war ein bisschen länger, aber es ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr generell Fragen zu Technik-Sachen habt, könnt ihr euch auch gerne eins unserer Seminare buchen oder euch in den Newsletter eintragen, wenn es neue Seminare gibt. Hauen wir die Termine einfach über den Newsletter immer raus. Und ansonsten, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.